Servus Island, was geht? Welcome to Wimmer's Law. Let's go. Servus Island, Servus Island, Servus Island, Servus Island, Servus Island. Servus Island. So Leute, ihr glaubt gar nicht, was alles so Krankes im letzten Jahr passiert ist. Also wahnsinnig, Wimmer's Law fertig gefilmt, wirklich krasse Aktion. Servus Jonas. Legendär, ich muss sagen, echt mit Abstand das aufwendigste Video, das ich jemals gefilmt habe, nach Fabulous Escape 2. War es einfach richtig geil, wieder so ein Video zu filmen, was mich so richtig pusht. Jetzt waren wir knapp ein Jahr dran, richtig geil und richtig legendär. Ganz kurz zur Story von dem ganzen Video, zum Hintergrund. Jeder kennt so Alltagssituationen, die Leute sind gestresst, die Leute sind mega busy, alles geht einfach schnell und muss nur schneller werden. Und mein Ziel in dem ganzen Video war es, solche Situationen zu verwenden und zu meinem Spielplatz zu machen. Und dann quasi von der stressigen Stadt aufs Land, in die Natur so ein bisschen zu fliehen und dann zur Ruhe zu kommen. Let's go, behind the scenes, auf geht's. So, Johannes, was machst du? Also, erklär was, weiß ich selbst nicht. Gute Frage. Dann fragen wir an Fabio, was er da macht. Alleine so wie es ausschaut, weiß keiner genau, was er wirklich macht, bis auf ihn. Und zwar sind wir gerade beim ersten Spot. Und zwar, ihr habt das Video wahrscheinlich schon gesehen, hoffentlich ist er ultimativer Banger. Ich bin mal guter Dinge und hoffentlich kriegen wir den ersten, mal gechillten Clip, der glaube ich aber ganz cool sein kann, in Kassel. Und dann schauen wir weiter, wohin die Reise geht. Let's go. Voll, Businessman check. Fabio check. Ich würde sagen, Startschuss für die ersten Szenen, oder wie? Wenn er aufspringt, dann kann er sich verloren. Das war schon gut. Das ist einer der Tricks, der kann beim zweiten Mal funktionieren oder beim 150. Mal oder beim 5000. Mal. Martin, Eck. Das war wirklich gut, genau gleich. Ja, mir hat diesmal richtig bemüht. Yes! Wuhu! Yeah! Jawoll! So, Johannes. 20 fucking 3 Stunden. So, jetzt ist die. Johannes, schreibt noch. Was ist, schreibt noch? Ja, schreibt noch. Alter, wenn jetzt die Kamera abkackt, ohne Witz. Ja, cannot be played. Ja, nicht echt. Scheiße. Ohne Witz, gehabt von 200 Takes oder wahrscheinlich noch mehr, hat jetzt einer funktioniert. Verdammt, der war super clean. Nach 3 Stunden. Der hat es nicht aufgenommen, weil die Kamera einen Fehler gehabt hat. So, Tag 2. Tag 2. Sind wir wieder am selben Spot. Probieren wir mal und hoffentlich funktioniert es mit 5 Versuchen. Ja, ist ready, Fabio Wippmer. Stärkung. Danke. Okay. Ja, selbe Prozedur wie gestern. Das dauert halt ein. Also, wir sind bei Try 24. Sind wir echt? Ja. Krass. Jetzt sind so viele Versuche, dass langsam anfängt, meine Haut so ein bisschen sich aufzulösen. Okay. Das ist Gott. Yes! Jawoll! Den nehmen wir 100 Pro. Jawoll! Hell yeah! Ich glaube, den nehmen wir. Ja, den nehmen wir. Geil. Ja. Super. Next Spot. Fabio, was ist der Plan? Plan ist, servus Leil. Also, falls ihr das Video jetzt schon gesehen habt, hoffentlich ist es wieder mal geil geworden.
Und ich hoffe, von der Brücke ist überhaupt irgendwas im Video. Ja, genau, hoffentlich ist was im Video. Weil das, glaube ich, wäre ein richtiger Banger. Ja, dann wäre, ja, genau, schon der falsche LKW durch, über die Brücke fahren, auf eine Strebe rauf und dann auf einen LKW drauf. So, das ist der gute LKW. Im Grunde geht es eigentlich darum, dass ich über den Brückenbogen drüber fahre, wenn man da umschaut, dann ist der rechte Mann. Vorher springen auf die Zwischenstrebe, dann auf den LKW und das war's eigentlich. Genau. Nein, das ist echt krass. Hört sich das mal an. Ja. So, ja. Setz das Viertel hin. Oh, sketchy, ohne Witz. Das ist echt sketchy, oder? Ja, ich werde ein bisschen anders machen. Und zwar, ich werde wahrscheinlich nicht wirklich außen fahren, sondern ich werde so von der Kante reindroppen. Okay. Was meinst du von der Höhe? Was sind es? Circa 2,5? Es werden, ist jetzt 2,5, 3 Meter. 3 Meter werden schon sein. Okay, okay. Aber. Und ja. Fabio, ich will nicht drängen, aber ja, wir werden jetzt gleich mal starten. Also Fabio wird jetzt gleich aufgehen und dann starten wir. Ich gebe dir den Handzeichen. Du musst jetzt aufgehen. Also, hau her. Auf geht's. Okay. Fabio auf Position. LKW kann losfahren. Und let's fucking go. Okay, LKW fährt los. Ready? Let's go. Danke, gell? Was für angespannte Situation. Wie schnell ist das Ganze jetzt bitte gegangen? Scheiße. Yeah! Alter, geil. Geil, geil, geil. Das Island, welcome zur ultimativen Klavier- oder besser gesagt Flügelszene. Und zwar filmen wir jetzt gerade, so wie man es eigentlich aus den Filmen so ein bisschen kennt, dass ein Klavier oder Flügel gerade beim Umzug oder so auf den Boden fliegt. So was haben wir gedacht, wäre ganz geil für die Story. Das wird schon echt so den ganzen Kontext so ein bisschen widerspiegeln. Deswegen sind wir jetzt da und ja. Und da ist der Kram. Weil für die ganze Aktion brauchen wir natürlich ein Klavier oder besser gesagt einen Flügel. Und deswegen sehr spontan waren wir unterwegs. Aber gestern haben wir uns gedacht, okay, jetzt suchen wir nochmal schnell einen Flügel. Jetzt haben wir ihn da. Können wir uns kurz anschauen? Er funktioniert so gerne. What? Stimmen tut er nicht so ganz. Geil. Ja, irgendwie tut es mir leid um den Flügel, aber weil der hat schon ein bisschen was hinter sich, der hat eine gute Zeit gehabt und ich glaube, der ist bereit, erlöst zu werden. Also, let's go! Also, packt man! Jo! Okay, okay, ja. Okay. Ja, das sollte schon. So. Geil, also das Flügel, das Klavier haben wir schon mal oben. So wie es ausschaut, funktioniert das alles grandios. Jetzt gehen wir so ein bisschen einrichten und dann sind wir eigentlich ready to go. Also jetzt fliegt er. Und Action! Here we go! Hier sind das, hier sind das. Das ist ein Ding. Mega knapp.
werden. Jawohl. So, das war's mit dem Klavier, ha? Hau die Putzmaschine an. Jetzt geht's los. Alter, Tokio-Drift. Drift. Es ist ein bisschen, glaube ich, an meinem Limit, das Ganze sogar. Hallo. Mein Arm ist mal eingegipst. Alter, das ist ja viel steiler, wie es auf die Fotos ausgeschaut und auf die Videos ausgeschaut hat. Das ist ja perfekt. Hau nur auf, geht's durchziehen, Vollgas, sicher sein.